Servus Freunde, herzlich willkommen hier zum Performance Showdown. Ja, Performance Showdown, das Projekt kennt man ja schon ein bisschen. Ich habe da mal ein Infovideo zu gemacht und zwar erkläre ich es euch mal kurz, dass man schon den ersten Wagen des Projekts sehen. Zwar noch Stock, nicht so wie er dann ausschauen wird, aber da ist er schon mal. Und zwar der Lamborghini Huracan LP610-4. Der wurde sich vom Pizza Brutalo 820 wurde der sich gewünscht und eingeschickt. Und den werden wir natürlich heute auch fahren. Aber zuerst noch ein bisschen zum Projekt an sich. Was ist der Performance Showdown? Beim Performance Showdown baut ihr einen Wagen auf, erstellt dafür ein Tuning. Und mit dem Wagen werde ich dann über die Piste fegen, werde den testen. Und es wird dann in so einer Tabelle abgelistet. Und dann sieht man halt so, ja, wer hat im Vergleich zu wem bei dieser Gruppe das beste Setup für die Strecke hingekriegt. Das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung, da findet ihr das Formular. In dem Formular findet ihr auch die Strecke, die da gefahren wird, und dann könnt ihr selber ein Setup machen, könnt auch ein Design mit freigeben, wenn ihr sagt, ihr habt ein geiles Design dafür gemacht, gebt es mit frei, ich mache es drauf. Also das ist nicht, als ob es mir gefällt oder nicht, das ist der Scheiß egal, das ist euer Auto, das dürft ihr so designen, wie ihr wollt. Und ja, dann schickt ihr mir das Ganze ein. Ich fahre mich dann ein bisschen ein, damit das alle so die gleichen Chancen habt, damit dass ich so die Bremspunkte ein bisschen herausfinde, damit dass ich weiß, wie verhält sich der Wagen, wo kann ich früher aufs Gas gehen, wo später. Aber so eine kleine Eingewöhnungsphase und danach, ja, geht's auf den Track und dann heißt's, welche Zeit schafft der Wagen? Und ja, das haben wir natürlich auch gemacht. Das habe ich auch hier mit einem Lamborghini gemacht und wir werden jetzt dann zukünftig so machen, wir schauen uns zuerst den Wagen Stock an, dann getuned und dann schicken wir ihn auf die Strecke und dann schauen wir so ein bisschen den Vergleich an. Wie gesagt, wir haben jetzt hier den Lamborghini Huracan LP610-4, heißt der hat Allradantrieb und da geht richtig gut nach vorne. Das sehen wir jetzt auch gleich in den Daten, die kommen werden. Und zwar, wir haben nämlich eine Geschwindigkeit von 8,0, ein Handling von 7,7, eine Beschleunigung von 9, einen Start dank des Allrads von 10, und Bremsen 9,4 und natürlich sind schon extrem gute Werte, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, die hat er noch verbessert. Aber jetzt schauen wir uns nochmal an, was er so an Leistung unter der Haube hat, und zwar 449 kW, sprich 610 PS. Er hat einen Drehmoment von 560 Newtonmeter, ein Gewicht von 1,2 Tonnen, das Ganze mit 43% Verteilung nach vorne. Und ja, da sehen wir schon den nächsten Wagen, da sind wir sogar ein bisschen zu schnell gegangen, aber ja, da ist er schon. Und da sieht man, leistungstechnisch ist nochmal hochgegangen auf 904 kW, 1127 Newtonmeter, abgespeckt auf 1,2 Tonnen, 45% Frontverteilung und 5,7 Liter Hubraum. Und das Ganze spiegelt sich natürlich auch wieder in den Balken zurück, weil da hat er auch ordentlich zugelegt. Und zur Geschwindigkeit 9,5, Handling 8,5 und der Rest ist einfach mal hochgewandert auf 10, heißt, der bremst richtig gut. Und ich würde sagen, wir schicken ihn jetzt auf die Strecke und da ist er schon. Und geht's auch los. Ein bisschen Wheelspin am Start, ist klar, der hat über 1000 PS, also das geht gar nicht anders. Also man sieht schon an der Beschleunigung, also der peitscht nach vorne, also man sieht, der will eine gute Zeitenklatsche. Und da kommen wir schon zur ersten Kurve, hinter Bremse an, bin ich ein bisschen weit reingekommen, ja, also ein bisschen spannkraft, aber man sieht, er hat ein gutes Handling, er kommt gut rum und vor allem, er hat auch wirklich wenig Wheelspin, er hat eine extrem gute Traktion für die Leistung. Ich bin da nämlich voll ins Gas reingedacht jetzt in der letzten Kurve und man sieht es auch hier um die Kurve rum mit 250, dann die nächste mit 200 und er rutscht fast gar nichts. Also das Handling ist wirklich gut getroffen bei dem Wagen, optimal für die Strecke. Hier die Passage ist ein bisschen tückisch, weil da eben die Verkehrsinsel mit drin ist. Die hat ein bisschen einen Absatz und da kannst du leicht mal den Wagen umheben. Währenddessen kommen wir schon den letzten zwei Kurven sind wir jetzt schon drin und zwar jetzt kommt die letzte, dann geht es wieder hin in Richtung Start, also man sieht eine richtig schön knackig kurze Strecke, ist ein bisschen drüber rausgekommen und jetzt geht es übers Ziel und jetzt ist die Frage, welche Zeit hat der Lamborghini gesetzt? Ich kann euch schon mal eins sagen, die Zeit ist unter einer Minute, aber das ist auch in der Kategorie S2 muss das mehr oder weniger das Ziel sein und zwar hat der Wagen eine Zeit gesetzt von 56,35 6 Sekunden, ich blende euch jetzt mal die Tabelle ein. Also ihr seht, ja, aktuell ist er sowieso der Erste, der Pizza Brutalo. Er hat einen Leistungsindex von 989 gehabt. Das ist einfach mit dabei, um zu sehen, wer holt für die Leistungspunkte wie viel aus dem Wagen raus. Ist einfach nur so ein kleiner Richtwert. Und ja, den ersten haben wir. Der liebe Tom, mein Moderator, der Tom NFS00, glaube ich, ist der, bevor ich Blödsinn sage. Genau, der hat auch schon etwas eingeschickt, also das wird, wie gesagt, bald kommen. Wann kann ich euch noch nicht sagen, vielleicht auch schon nächste Woche oder sonst übernächste Woche, aber es wird auf jeden Fall
bald wie möglich kommen. Ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus. Bedanke mir, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mitmachen wollt, unten in der Liste, also in der Videobeschreibung, ist das Formular drin. Da könnt ihr euch anmelden. Aber wichtig zuerst bitte, bevor ihr euch anmeldet, das Setup machen. Wenn ihr wollt, ein Design machen und dann erst anmelden, weil ansonsten passt das mit dem Setup nicht zusammen, weil ihr könnt das nämlich nicht ummelden. Und ja, ich bin jetzt aber an dieser Stelle raus, verabschiede mich, sag tschüss und ciao, euer Guckmaster.